Ja, hallo, herzlich willkommen bei Rockbauer TV, herzlich willkommen bei der Cover, meinem kleinen Bauernprojekt. Ein Let's Play und wir sind hier fröhlich am Pressen. Alter, Gerste. Ist halt. Machen wir das Strohballen raus. Der Preis hat 79%, den habe ich schon im Blick, ist aber 80%. Ja, wunderbar. Das müsste eigentlich schnell gepresst sein, ist ja nicht groß. Das hält. Und das kommt der Ball mehr so. Und schwupp, Ball raus, dein erster Bein. Ich bin froh, dass ich den Ballentrainer habe, weil so viele Ballen wird es nicht geben, dass man da, ja. Da. Ruhe bleiben. Okay, das bleibt dann toll, wird mir mal angezeigt, dass der Helfer den Kontakt feuert. So, dann will ich das abtanken. Dass nur die Reihe noch schnell fertig da ist, zack. Dann noch das Play. Ja, ich hab dich schon die Zepter durch, jetzt das Gerände geht mir auf die Eier. Na, wo ist er denn weiter? Jo, und gegen sowas. Und ja, das ist das Leben, das ist immer klar. War doch klar, wie groß du bist. Und weiter. Wenn ich das voll werde von mir, dann kann ich das voll werden. Ja, aber das ist voll. Das ist voll. Jetzt sollte ich wissen, wo ich bin. Dann soll ich das noch durchbeißen. Gebaut. Ja,
Da liegen die Strohballen, die sind hier vor. Ja, wenn ich sehe, halte ich auch an. Das ist gar kein Thema, wo sehe ich meistens nicht so wenig so schnell. Also würde ich sagen, in diesem Ort hat der Zeugtisch noch eine Menge zu tun. Den beschaffe ich massig auf Dreck. Ja, ist eigentlich nicht wichtig, aber... Mann, da muss ich abbiegen. Da ist es lang. So, okay. Schon dreckig ist immer. Hänger, Korn einsammeln, da wird der mit meinem Stiefvater schon zusammengeschissen aus dem Fahren oder so. Vorher sauber machen, da kommt dann zu Dreck mit. Ja. Und die haben da erledigt, die Sommer muss sauber. Kiste, aber warum wir das Schlüssel? Dann geht es da. Da gehen wir schön zurück zum anderen. Wo ist er denn? Na, 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 na. So, na. Ja, ich habe vergessen, die Gitterrunde zu machen.
Beziehungsweise der war schon unten und hat ihn wieder hochgemacht. Nun, flutscht aber. Der Dreifel ist schon wieder bei 80% und das Paar auch verliert den Bein und runter mit. Und die Bunte. Ich meine Katzen schlafen. Wahnsinn. Ich bin ganz gar nicht gewohnt. Die schlafen. Ja. 94%. Ja, komm ich die zwei rein, wenn ich noch fertig kriege. Das wäre schon super. Klappen und zum nächsten Feld. Ja, vielleicht doch. Da kommt der Freude und da kommt das ist auch voll gut gefallen. So macht das Spaß, so ist das cool. Ach Leute, ich kann es nur wiederholen, ist schon ein hammergeiles Spiel. Wenn ihr mein nächstes Projekt seht, dann wisst ihr auch noch warum. Es ist halt nur traurig, dass halt von 10 Maps, wo immer auf einen Schlag rauskommen, höchstens ein oder zwei perfekt sind. Ja, der Rest lässt das nur noch zu wünschen übrig. Könnte man so viel verbessern, wie ganz ruhig könnte es, aber ich kann die Map halt nur aufbauen. Bitte, bitte, mach doch, guck doch und so weiter und so fort.
Ja, das darf ich jetzt mal wiederholen, aber schon mal gesagt, ich wäre glücklich gewesen, wenn so ein Spiel rausgekommen wäre, wo ich eben so, was weiß ich, 17, 18, 19, 20 war. Ich glaube, ich wäre da nur weggekommen. Aber ich bin trotzdem fasziniert, weil ich die ganze Spielewelt wirklich mitbekommen habe, ab der Atari 2600, Ende der 70er, als ich das volle Kanone mitgekriegt. Und ja, hab ein paar verschlafen als, aber wie gesagt, viel, viel. Jetzt brauchen wir einen neuen Traktor. Wir werden es auch schon wissen. Also das durchsetzen, dann. Ja, ich nicht. Oh. Dann habe ich ja noch gebraucht. Gut. Wie wird das denn? Nee. Ich nehme den. Da ist ein noch gutes Stück. Da ist der 100 und ja. Ach Gott. Ja, die Verballen reicht schon so mehr drüber. Cool, das ist schon gut. Autoload, das ist jetzt Wildtrip. Und er ist alt. Ich glaube, es war damals nur mit den Sehnenballen, als ich das gerippt. Aber naja. In einem Ball ist das krass. Ja, super, na gut, den holen wir nachher. Probier's mal aus. Wie ich dann da sagen soll. Okay.
Ja, ich fahre hier zum Komposter, weil auf dem Hof habe ich genug Stroh liegen, da brauche ich nicht. Das ist gleich also ein Komposter. Sobald er das Frischverzeug ist, kann der auch seine Arbeit beginnen. Kompost kann man gut verkaufen und gut ist. Also brauche ich ja Kompost oder Mist für die Kuka-Bohnen. Ja Leute, die Fahrt ist auch wieder zu Ende. Ich weiß noch, wenn ich den da in den Teilen sammeln und dann... Das ist voll wichtig. Stellen wir ihn dem anderen ab. Dann werde ich von mir aufgefangen. Da gibt es ein paar Stroh bei mir. So, dann fahre ich mit den Bällen der Mäge. Die ist ja auch noch die Strohdrehung gemacht. Da kann ich Strohdrehung machen. Aber egal. So, einmal hier parken. Und liebe Leute, ich sage Tschüss. Ade. Lasst einen Kommentar, einen Daumen nach oben, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, die Folge. Und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao.